So, als nächstes gibt es einen Beitrag von Rob. Rob ist momentan nicht in Freiburg, aber er engagiert sich jetzt schon seit längerem in der Antitodesstrafengruppe und er hat sich für uns von Lukas interviewen lassen. Herzlich willkommen zum Interview bei der Amnesty Radioshow. Und heute haben wir Rob dabei, der ist aus der Antitodesstrafengruppe. Und dann wollen wir mal fragen, was er uns so zu erzählen hat. Hallo Rob. Hi Lukas, das mache ich doch gerne. Ja, was macht ihr denn so als Antitodesstrafengruppe? Wir sind eine der Untergruppen von Amnesty International Freiburg und haben zum Ziel, die Todesstrafe abzuschaffen. Früher lag unser Hauptaugenmerk auf der Todesstrafe in den Vereinigten Staaten, vor allem in Texas. Denn dort gibt es die sogenannte Polanski Unit. Das ist ein bestimmtes Gefängnis, in dem mit Abstand am meisten Todesstrafen in den USA durchgeführt werden. Jeder Gefangene dort lebt in einem winzigen Raum mit ungefähr 6 Quadratmetern. Wir hatten damals auch viele Brieffreundschaften zur psychosozialen Unterstützung mit den inhaftierten Häftlingen. Das hat sich mittlerweile aber sehr stark reduziert. Und warum hat sich das so reduziert? Also, da wir eben eine Hochschulgruppe sind, gibt es immer eine sehr starke Fluktuation. Wenn Leute zu Ende mit ihrem Studium sind oder ins Erasmus-Semester gehen oder was auch immer. Und deshalb kann ich auch nicht sagen, wie es mittlerweile ist, aber früher hatten viele Leute Kontakt mit den Häftlingen und wie es heute ist, ob es diesen Kontakt noch gibt oder ob die Häftlinge vielleicht auch schon umgebracht worden sind, kann ich leider nicht sagen. Mittlerweile ist es bei uns aber so, dass wir andere Schwerpunkte gesetzt haben, beispielsweise die Abschaffung der Todesstrafe in Weißrussland. Das ist das letzte europäische Land, das überhaupt noch die Todesstrafe durchführt. Außerdem haben wir auch begonnen, zum Iran zu arbeiten. Der Iran ist eines der wenigen Länder, das die Todesstrafe an Minderjährigen durchführt. Vor 3 Jahren, also 2013 beispielsweise, waren dort 140 Minderjährige offiziell zum Tode verurteilt. Wow. Und das möchten wir eben ändern. Und wie geht ihr dabei genau vor? Also die Grundlage der Arbeit von Amnesty ist es, die Öffentlichkeit zu informieren und die Bevölkerung für solche Themen zu sensibilisieren. Das siehst du ja immer wieder, wenn es Medienberichte gibt, in der Tagesschau oder im Heute-Journal, wenn man sich wieder auf Quellen von Amnesty International beruft oder es irgendwelche Demonstrationszüge von uns gibt. Wir speziell in Freiburg organisieren beispielsweise oft Informationsveranstaltungen in der Innenstadt. Dabei stellen wir einen kleinen Pavillon hin, also unseren kleinen Pavillon und einen Tisch. Und dort liegen viele verschiedene Unterlagen aus. Die bestehen zum einen aus Flyern zu aktuellen Themen und zum anderen aus Petitionen, die entweder schon von Amnesty vorgefertigt wurden oder die wir selbst schreiben. Wir versuchen dabei, möglichst viele Unterschriften zu sammeln, um diese dann postalisch an die Verantwortlichen in den jeweiligen Ländern zu schicken. Beispielsweise in Weißrussland ist es eben direkt an den Präsidenten Alexander Lukaschenko. Okay, aber Unterschriften sammeln und wegschicken, bringt das denn wirklich was? Weil sind die überhaupt verpflichtet, irgendwie diese Briefe zu lesen? Das hört sich jetzt irgendwie nicht so effektiv an. Also auf den ersten Blick hört sich das jetzt nicht so durchschlagskräftig an, natürlich. Und anfangs war ich da auch irgendwie skeptisch und wusste nicht genau, Amnesty schickt einfach nur Briefe, was soll das denn genau? Aber wenn man sich ein bisschen tiefer mit der Materie beschäftigt, dann sieht man schon in einigen Fällen, dass dieses riesige Briefaufkommen, das dadurch entsteht und das direkt an die Verantwortlichen geschickt wird, einen sehr großen Druck erzeugen kann, auch wegen der Öffentlichkeitswirksamkeit. Und zu Unrecht Gefangene durchaus dadurch wieder aus der Haft entlassen werden können. Beispielsweise hatten wir 2015 in Nigeria einen Minderjährigen. Wenn jemand das googeln möchte, er heißt Moses Akatuba und der konnte eben durch den Druck und die vielen Petitionen aus dem Todestrakt befreit werden. Die Behörden hatten ihn auf Grundlage eines durch Folter erzwungenen Geständnisses zum Tode verurteilt. Und ganz ehrlich, was sind schon die 20 Sekunden für eine Unterschrift, wenn du es damit schaffen kannst, ein Menschenleben zu retten? Das stimmt. Aber wie findet ihr denn raus, wofür ihr euch und für wen ihr euch konkret engagieren könnt? Die allergrößten Hilfen dafür sind die sogenannten Koordinationsgruppen von Amnesty International Deutschland. Das sind kleine, dezentral organisierte Gruppen und die arbeiten nur zu einem bestimmten Thema. Relevant für speziell unsere Antitodesstrafengruppe ist die sogenannte Koordinationsgruppe Antitodesstrafe. Diese Gruppe hat eine eigene Homepage, die lautet amnesty-todesstrafe.de.
Dort werden dann immer die neuesten und wichtigsten Informationen zur Todesstrafe veröffentlicht. Zusätzlich haben wir einen eigenen E-Mail-Verteiler für unsere Untergruppe und da werden eben speziell von dieser Koordinationsgruppe regelmäßig Nachrichten und unterschiedliche Aktionsanleitungen zugeschickt, an denen wir uns orientieren können. Ja, und wie ist es genau mit den Veranstaltungen? Welche habt ihr jetzt gerade aktuell in eurer Gruppe? Welche sind geplant? Welche kommen? Also die letzte Veranstaltung, die wir gemacht haben, war eine Mahnwache in der Innenstadt zur Abschaffung der Todesstrafe in Weißrussland, wie ich vorhin auch schon kurz angedeutet habe. Und für das kommende Wintersemester gibt es am 30. November eine stadtweite Veranstaltung, die heißt Cities for Life. Das ist ein bestimmter Tag, an dem sich viele Städte, wie Freiburg beispielsweise, zusammengeschlossen haben, um gegen die Todesstrafe zu plädieren. Freiburg hat einen Plakatwettbewerb ausgeschrieben vor 2 Jahren, hat 3 Gewinner gekürt und hängt deshalb seitdem jedes Jahr einen der 3 Gewinner auf Plakaten überall in der Stadt, beziehungsweise ein Gewinnerplakat davon jedes Jahr überall in der Stadt raus. Und wir machen dazu regelmäßig eine eigene Veranstaltung und kooperieren da beispielsweise mit der Stadt. Was wir jetzt genau in dem Jahr machen, muss im nächsten Treffen geplant werden. Und zum anderen gibt es am 10.12. den Internationalen Tag der Menschenrechte, anlässlich dessen wir voraussichtlich mit den anderen Untergruppen, vielleicht sagt irgendein anderer der Untergruppen in einem anderen Interview was dazu, einen Infostand in der Innenstadt aufstellen werden. Ja, das hört sich ja wirklich gut und spannend an. Und falls jetzt jemand zuhört und merkt, er interessiert sich jetzt dafür und würde sich gerne mal ein bisschen näher darüber informieren oder sich das Ganze aus der Nähe angucken, wie kann man sich dann mit euch in Verbindung setzen? Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken an info@amnesty-südbaden.de oder im Facebook einfach nach Amnesty Freiburg suchen. Und wenn ihr eben nicht auf diese Kommunikationswege ausweichen wollt, könnt ihr auch natürlich direkt zu uns kommen. Wir bieten an jedem ersten Dienstag im Monat bei uns in der Basler Straße 20 ein Einsteigertreffen an. Da stellen sich alle Gruppen vor und dann kann man nochmal nachfragen, wann welche Gruppe sich trifft und dann einfach mal zwanglos zum nächsten Gruppentreffen kommen. Ja, super. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.